Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zur nächsten Folge Hero of the Kingdoms. So, der Einsiedler. Hätte gerne wieder mehr Sachen. Fuck, der will sogar mein Dolch. Sehr gut, du bist sehr geschickt. Ich weiß gar nicht, was ich dir danken soll. Zur Belohnung verrät mir der Einsiedler, wie ich in die Berge gelangen kann. Ich muss östlich von hier nach einem Höhleneingang Ausschau halten. Das ist ein Durchgang, der direkt ins Gebirge führt. Vorsicht, dort ist es sehr gefährlich. Jo. Sehr gut, ich habe den Eingang zu einer Höhle entdeckt. Ich besitze kein Dolch mehr. Ich habe keine Heiltränke mehr, ernsthaft. Wow. That is bad. Okay. Okay, ich muss sammeln. Gott, dann sammeln wir erstmal wieder. Ach, die Beeren waren das letzte, was ich glaube ich hätte sammeln müssen, oder? Ja, ich brauche nur Blumen. Oh, dann können wir die ganzen Blumen hier wegpflücken. War hier noch was? Hm? Ne, hier habe ich komplett alles abgegrast. Geil. So, ersten beiden. Und hier kriegen wir auch nochmal 4 raus. Dann haben wir erstmal 4. Was ist denn jetzt los? Zaubertrank. Willkommen zurück, Joma. Ich brauche deine Hilfe. Willst du mich verarschen? Der ihn besser meditieren lässt. Blaue Tränke. Kann ich noch nicht. Gibt's irgendwo später. Ach, ich brauche den Dolch, richtig. Klar brauche ich den Dolch. Na gut. Ach, wir hatten mal so viel Geld. Jetzt sind wir wieder so am Arsch. Aber ich kann die ganzen Trophäen verkaufen. So, da brauche ich schon mal wieder eine Fackel. Ich habe nichts von Wert gegen finden können. Ich brauche wieder eine Fackel. Ah, Fackel. Komm, ich kaufe mir auch gleich ein Seil. Ich kaufe mir 2 Fackeln. Wir werden sie alle gebrauchen können. Ja, wie gesagt, die Trophäen können wir dann ja dann auch noch umwandeln. In Monetos. Ist hier gar nichts? Also das Fass sehe ich noch, klar. Das ist nichts. Wow. Kell super Loot. Ich werde gleich wieder Mangel an Heiltränken haben. Oh, einen Heiltrank kriege ich. Sehr schön. Oh, ich habe schon wieder keine Fackel. What? Wo habe ich denn die zweite Fackel verbraten? Scheiße, ich habe kein Fleisch mehr. So, erstmal bitte hier alles verkaufen. So, 500. Sehr schön. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Axt mehr. Warum habe ich denn keine Axt? Wo ist denn meine Axt hin? Hat die der Alte? Rotte? Ich habe keine Heiltränke mehr. Mann! Ah, schwierig. Okay, Blumen pflücken muss ich wieder. Ah, hier hinten waren definitiv auch nochmal Blumen. Komm, wir grabbeln gleich mal alle Blumen ab. Okay, so, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Vorrat. Was hat sie denn jetzt? Ich werde dir gerne helfen. Ich brauche... Ah, 12 blaue Pilze. Zauberpilze. Okay. Dann sind wahrscheinlich jetzt blaue Pilze gespawnt. Hä?
Sehr gut. So, sind blaue Pilze gespawnt? Sind blaue Pilze gespawnt? Blaue Pilze. Blaue Pilze. I'm calling for blaue Pilze. Sind die in Höhlen? Da sind blaue Pilze. Ja, also sind sie doch irgendwo hier auf den Karten. Ach, da muss ich doch nochmal durchgehen. Ja gut, hier kenne ich ja nur 50%, aber immerhin schon mal. Keine blauen Pilze? Ne. Ne. Ja gut, hier kenne ich ja auch noch nicht alles. Okay, gut, merken wir uns. Blue Pilze. So, was brauche ich für den Bären? Nischt. Oh. Außer, dass mein Speer bricht. Ne, sehr schön. Ah. Da oben komme ich raus. Ich wollte gerade sagen, wo komme ich denn jetzt raus? Oh, Angeln. Sehr schön. Ich sehe die Fischerrungenschaft bald. Oh, ein goldener Fisch. Und die Errungenschaft. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, warum ich die Hornisse töte. Einfach aus Jux und Dollerei. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ach, für die blauen Pilze. Finde 150 Pilze, Errungenschaft. Da muss ich mir noch mal ganz kurz ein paar Pfeile besorgen. Wollen wir uns nochmal 15, dann können wir nochmal 5 Tiere töten. Labine. Oh. I have no more energy. Awesome. Ich habe kein Fleisch. Aber Fische kann ich mir bestimmt braten, oder? Oh, ich brauche Salz. So, dann braten wir uns mal 20 Fische. Und wir essen auch direkt 20 Fische. Na, machen wir erstmal 10. Vielleicht will ja jemand noch gebratene Fische später haben. Zack. Getötet. So, jetzt wird es mir gleich wieder an Tränken mangeln oder fehlen. Da sind nochmal blaue Pilze. Sehr geil. Wir müssten fast genug haben, oder? Wo geht's jetzt hier weiter? Ja, sehr schön. Zaubertrank. Alter, 100! Sehr gut, das sollte nicht lange dauern. Fertig. Boah, Alter. Ich hab dir jetzt so viel Kram gegeben. Danke, junger Mann. Wie kann ich mir hier kenntlich zeigen? Na, so auf jeden Fall nicht. Alter. Saß ein, während Silber und Steine sich schlechte Zeit noch. Banditen haben ihn Stein jedoch einige Zeit gestohlen. Hätte er ihn gerne zurück. Willst du mich verarschen? So, willst du noch was? Ja, da ist ja das mein silberner Stein. Was möchtest du als Lohn? Das ist ein Loch in der Höhlendecke. Irgendwie musst du da drauf kommen. Viel Glück. Wo ist ein Loch? Da hinten.
Schlimme ist, ich musste dem wirklich helfen, ne? Na gut, dann gehen wir da hinten hoch. Kommen auf eine neue Karte. Nein! Nein! Mann, ich will einfach nur raus! Ich will nicht mehr Monster töten. Oh, wieder eine Fackel. Da brennt aber schon Licht. Ist doch schon hell. Oh, immerhin, Banditen brauchen keine Tränke, wollte ich sagen. Aber anscheinend doch. So, und für die Ratte wird es nicht mehr reichen. Bin ich sehr sicher. Oh, doch. Schön. Ein Abwasch. Mann, ey. Warum findest du denn nichts? Ja, sehr gut. Banditenlager. So, ich habe keine Grüntränke mehr, aber die können wir ja ganz schnell hier unten herstellen. Gibt aus Pilzen. What? Ah, ich brauche 10 Pilze für einen. Oh. Giftsäck habe ich auch nicht. Nein. Hä? Nein. Ach, Kacke. Das ist ja ungeil. War denn eigentlich deine Mission? Achso, du willst aber noch dein Fernrohr. Aber Banditen haben sie mir abgenommen. Also ich gehe mal von aus, das müsste dann da oben im Lager liegen. Na gut, aktuell sehe ich es noch nicht. Grüne Tränke. Ich werde doch jetzt wohl irgendwo grüne Tränke besorgen können, ohne dass ich die kaufen muss. Pilze, Alter, ich habe so viele Pilze. So, erstmal stelle ich mir rote Tränke nochmal her. 6. Wie viel Gegengift haben wir noch? Einen. Na gut, dann können wir nochmal welche herstellen. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich wirklich rote, grüne Tränke kaufen. Das ist doch scheiße. Boah, die kosten einfach mal 40. Halt! Hier darfst du nicht weiter. Unseren Bezirk zu durchqueren wird dich was kosten. Dein Gold oder dein Leben? Alter, 500. Los geht's, bevor wir unsere Meinung ändern. Ernsthaft? Ich bin wieder bei Null. Ach, mein Bogen ist zerbrochen. So, Errungenschaft Jäger. Da ist, glaube ich, das Fernrohr. Psst. Ey, du, hierher. Warte, ich will nur ganz kurz was klauen. Nein, ist es das nicht? Ja, ich bin gleich bei dir. Ich muss ganz kurz Pilze sammeln. Nee. Was ist denn? Der Anführer der Banditen wirkt nervös, als ob er von irgendetwas Angst hat. Er möchte etwas mit dir, er möchte etwas erzählen. So, das Gebrüll gehört, das war ein Drache. Sag die Wahrheit, ich hab's gesehen. Das Banditenoberhaupt hat den Drachen selbst gesehen. Er fliegt oft zu seinem Unterschlupf in der Nähe. Braucht eine Hilfe. Der Anführer der Banditen hat einen Teil seiner Beute in den Bergen versteckt. Genau dort, wo der Drache eingenistet hat. Er traut sich nicht, dorthin zu gehen. Wenn ich ihm seinen Schatz bringe, gibt er mir seinen Teil, einen Teil ab. Ja, super. Ich brauche immer noch dieses blöde Fernrohr. Das liegt hier nicht. Ah, ich muss erstmal Geld machen. Ich hatte auch Wertgegenstände, oder? Oh ja. Hat er. So, 336. Er will immer noch seine blöde Marmelade, die ich ihm nicht geben kann. Das sind doch keine Bäume mehr. Ganz kurz, Errungenschaft Holz war da auch noch was. Akku 100 Holzscheite. Ja, wird schwierig ohne Axt. Gut, wir gehen erstmal den Weg weiter.
Eine Axt. Ach, Gold. Sehr schön. 20 Kisten. Pilz. Hä? Nein, wieder ein Grün. Ach, ich brauche eine Axt und ich brauche einen grünen Trank. Hilft nicht. Also die Axt brauche ich eigentlich nur, damit ich die Errungenschaft kriege. So, wir werden mal ein bisschen Holz schlagen. Holz können wir auch verkaufen im Notfall. So, ich denke mal, in der Stadt werde ich kein Holz schlagen können. Ne. Ja, hier ist auch einfach gar nichts mehr. Hier ist nicht mehr viel. Da ist auch nur noch ein Busch. Ah, ich kann wieder angeln. Sehr schön. Ah, ich habe keinen Köder. So. Auch hier ist kein Holz mehr. Haben wir schon alles abgeerntet, ja? Hä? Brennholz. Ich habe keine Energie. So, 87. Reicht das mal für die Errungenschaft mit dem Holzfällen? Also, in der Hoffnung, dass jetzt hier genug Holz kommt. Ja, hier haben wir auf jeden Fall nochmal einiges. Ey, 8 Energie brauche ich dafür. Was war denn das für ein Geräusch? Oh, da ist eine Spinne gekommen. Oh, eine Höhle. Ah, und hier ist bestimmt auch der... das Fernrohr. Ich brauche eine Fackel, oder? Meine Fackel ist weg. Nein! Mann! Waren kaufen. Boah, was für ein Verschleiß der Kollege hier aber auch hat. Wo war denn die Höhle? Ach, alles wegen dieser blöden... Ja, natürlich die Fackel. Wegen diesem blöden Fernrohr jetzt, oder? Okay, fette Spinni. Oh Gott, ein Troll. Schau, was für eine Art Kreatur ist das? Nicht verletzen, Jabir. Jabir, nicht schlecht. Ich treffe auf einen großen Troll. Er scheint Respekt vor den Menschen zu haben. Ich würde sogar sagen, er hat Angst vor mir. Jabir in Bergen leben, muss verstecken, wenn großer Lurch kommt. Jabir wohnte ursprünglich in einer anderen Höhle. Diese wurde allerdings vom Drachen in Beschlag genommen. Jabir hungrig, kann nicht gehen, wenn Sonne scheint. Jabir braucht... Triff einen Troll. Er hätte gern Fisch. Naja, ein Glück habe ich nicht alles gegessen, ne? Dann können wir dem Kollegen doch mal seinen Fisch geben. Nein, ganz falsche Höhle. So, bitte, Jabir. Jabir, dankbar, Mensch, nimm Glitzerding. Ja, das ist die Errungenschaft. Nicht die Errungenschaft, sondern die Mission. Ja, ja, das war's. Hier ist die Verschwörung. Oh. Oh. Das ist aber nicht so schlecht. Cool. Damit haben wir erstmal wieder ein bisschen was am Klingelbeutel hängen. Achso, ich wollte die Bäume noch fällen. Damit war ich noch nicht fertig. Der zeigt natürlich nichts mehr zu essen. Das ist der einzige Nachteil. Ich müsste... Oh, meine Axt ist zerbrochen. Ah, oh, du Depp, Alter. Was eine miese Haltbarkeit er hat. Ich war noch nicht fertig, oder? Doch, oh, eine Kiste. Da ist eine Axt drin. Rüben, auch nicht schlecht. Okay.
Ich hoffe, Brennholz müssen wir gleich haben, die Errungenschaft. Und dann geht es auch im normalen Spiel weiter. Sehr schön. Erledigt. So, dann in die Höhe. Na komm, wir machen es einfach. Wir können jagen. Ich habe keinen Bogen mehr. Ist mir der Bogen auch zerbrochen? Sieht auch aus wie eine Höhle, aber ist keiner. Ja, I have no energy. Gut, dann fressen wir jetzt hier unser Fleisch. Oh, ich muss mich beruhigen. Ich muss mich einfach beruhigen. So, das muss ich nicht zwangsläufig, glaube ich, machen, aber egal. Gegengifte. Okay, ich weiß, dass ich jetzt wieder Schleimbeutel habe. Giftsäcken herstellen. Und ich hatte auch Pilze wieder. Okay. So, wir sind auf jeden Fall gleich am Ziel, was den Drachen betrifft. Also, da ist die Höhle. Der Boden ist komplett verbrannt und aus der großen Höhle dringt ein seltsames Knurren. Ich denke, wir haben den Unterschlupf des Drachen gefunden. Glücklicherweise sehe ich den Drachentöter in der Nähe. Ich hatte schon Sorge, er würde uns im Stich lassen. Mein Speer ist zerbrochen. So, ich hoffe... Oh, Alter, was ist das für eine Goldkiste? Oh, den Schatz, den wollte doch irgendjemand haben. Der Bandit, ne? Aus der vorherigen Karte? Ja. Hier, bitte. Ich krieg bestimmt nichts. Das war sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie du es gemacht hast. Komm, mein Anteil ab. Was ist das hier? Du, können wir kurz sprechen? Der Anführer der Bandit hat eine Schwester, Janet, okay. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass es schmutziges Geld ist. Jeder muss irgendwie überleben. Bring das Paket einfach so, Janet. Sag ihr, ihr Bruder schickt es. Na dann, machen wir ganz kurz noch die Mission. Willkommen in unserem Heim. Wie geht es dir? Ich habe Janet das Paket ihrem Bruder übergeben. Du hast meinen Bruder getroffen. Aber der arbeitet weit entfernt im Osten. Es scheint, als hätte Janet keine Ahnung, was ihr Bruder beruflich macht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Nochmals, danke. So, die Marmelade fehlt mir. Ich werde die Marmeladenquest nicht schaffen. Also außer jetzt ist irgendwas nachgewachsen. Kann ich... Scheiße, ich kann keine Früchte kaufen. Oh, das ist bitter. Dann kann ich mir die Errungenschaft schon mal in die Haare schmieren. Du hast keine Früchte, war die du verkaufst? Nee. Kann ich hier nochmal klauen? Auch nicht. Das ist übrigens auch so eine Sache, die man wahrscheinlich nicht machen muss oder darf, wenn man die Errungenschaft haben will. Nämlich die hier. 60 Rufpunkte. So, ich brauche noch 750 Münzen. Ich muss noch 6 Monster töten. Gut, Drachenklaue kriegen wir so. 120 Beeren. Und ich muss den Bürgermeister finden. Okay. Das kann ja auch noch nicht alles sein. Ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Umsonst steht der Goblin da ja nicht rum. Und die Höhle ist da. Hm. Aber jetzt sind wir schon fast am Ende. Schön, dich wiederzusehen. Wie schön, dass dich so, dass du es einrichten konntest. Dann bist du also bereit, gegen den Drachen zu kämpfen? Hurra, los geht's. Brent, du bleibst besser hinter uns. Wir nähern uns langsam der Höhle. Ich spüre, wie uns heiße Luft entgegenströmt. Ein unmissverständliches Zeichen, dass ein Drache zugegen ist. Den Geräuschen nach scheint der Drache zu schlafen. Okay, ich brauche einen Speer, 3 Heiltränke. Ich denke nicht, dass das ausreicht, aber okay. Speer. Kann ich noch Heiltränke herstellen? No. No. Ich muss wieder sammeln. Gut. War gar keine Blumen mehr? Nee. Ja, hier haben wir noch Blumen. Hier haben wir noch eine Kiste.
Gegengift. Sehr schön. Da sind auch noch braune Pilze. Mann, da war ich aber nicht gründlich. Oh, Fische. Ne, die Fischquest haben wir schon, ne? So, nochmal Blumen. Ja, ich sammle erstmal ein paar Blümchen ein, damit wir uns ein paar Heiltränke mehr herstellen können. Meine Dings ist zerbrochen. Mann. Zack. Ach, dafür brauche ich die roten Beeren. Okay. 7 Heiltränke. So, Energie haben wir. Gut, dann bereit. Dann los. Gravr. Ich renne auf den Drachen zu. Mein Speer fest in der Hand. Bereit, ihn in die Brust des Drachen zu rammen. Bagong, Muriel. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Drachentöter macht keine Anstalten zu kämpfen. Stattdessen ruft er etwas in einer seltsamen Sprache. Als ich zu ihm rüberblicke, erwischt mich der Drache mit seinem mächtigen Schweif. Ich segle durch die Luft und werde gegen die Höhlenwand geschmettert. Ein wenig später. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Ich habe furchtbare Kopfschmerzen und fühle mich völlig gerendert. Du bist wach! Hier, trink das! Das ist ein Heiltrank! Das sind 3 Heiltränke. Lüg nicht. Was denn jetzt? Ich kann nichts machen. Bist du in Ordnung? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe gegen den Drachen gekämpft und wurde schwer getroffen. Moment mal. Wir sind immer noch in der Höhle? Wo ist der Drache? Wie kann es sein, dass wir noch leben? Das war der Drachentöter. Er hat den Drachen unter Kontrolle. Er hat ihm befohlen, dich außer Gefecht zu setzen. Dieser Unhold. Er hat uns die ganze Zeit in das Licht geführt. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich... Pass auf, da kommt er schon. Sei nicht wütend. Du solltest lieber froh sein, dass du nur ein paar Beulen hast. Wenn ich dich mit meinem Drachen allein gelassen hätte, wärst du jetzt tot. Aber ich möchte nicht, dass Muriel versehentlich unschuldige Menschen tötet. Wer ist Muriel? Das ist der Name des Drachen. Oder sollte ich der Drachin sagen? Ein Drache namens Muriel also. Und wer ist dieser Drachentöter in Wirklichkeit? Er behauptet, er wolle nicht, dass der Drache Unschuldige verletzt. Aber ich habe mich mit meinen eigenen... Augen gesehen, was dieses Biest in der Stadt angerichtet hat. Der Einzige, der die Angriffe nicht überlebt hat, war Rowlin. Und der hat nichts anderes verdient. Ich habe allerdings noch Eudo und besonders diesen durchtriebenen Berold auf der Liste. Bitte tut Eudo nichts. Ich kenne ihn, er ist nicht böse. Ich hätte gerne eine Erklärung. Wer ist dieser Drachentöter oder eher gesagt Drachenzähmer? Und wieso macht er Jagd auf den Bürgermeister und seinen Freund? Ich bin Sagard, der ehemalige Bürgermeister der Stadt. Bruder, das ist Sagard, der seine Frau umgebracht hat. Aber ja doch, ich erinnere mich deutlich an die Geschichte über Bürgermeister Sagard. Das bedeutet jedoch, dass wir uns in den Händen eines Mörders befinden. Verurteilt mich nicht für das, was ihr gehört habt. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Sagard behauptet, Berold und seine Freunde hätten seine schwangere Frau ermordet und anschließend allen erzählt, dass Sagard für dieses hinterhältige Verbrechen verantwortlich wäre. Sie haben eine perfekte Geschichte ausgedacht. Jeder hatte ihnen geglaubt. Und das alles nur, um sich an der Schatzkammer der Stadt zu bereichern. Plötzlich war Muriel aus meinen Händen gerissen. Ich versank in tiefe Trauer. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie schlimm das alles für Sagard gewesen sein muss. Selbst jetzt noch hat er Tränen in den Augen, wenn er von den Ereignissen spricht. Er tut mir leid. Ich hatte nicht die Kraft, mich zu verteidigen. Sie haben mich aus der Stadt verjagt. Sagard schaut in das Feuer, als könnten die Flammen all seine bitteren Erinnerungen auslöschen. Okay, na dann werden wir uns morgen weiter um die Geschichte von Sagard, seinem Drachen, seiner Drachin kümmern. Ja, und um die... Naja, zumindest um Berat. Eudo ist ja, ja mehr oder weniger ein entspannter, freundlicherer Typ. Ich glaube, der steht halt nur unter der Fuchtel von Berat. Aber das ist dann morgen in der nächsten Folge. Herzlichen Dank, haut rein, ciao, tschüss, auf Wiederschauen.